Hallo und herzlich willkommen zur vielleicht oder wahrscheinlich allerletzten Folge Barojax spielt Kingdom Hearts. Mit mir seit der ersten Folge dabei ist der gute Renton. Und ich bin der gute Haro und wir befinden uns am letzten, und ja, letzten Ruheort. Und wir sind immer noch auf meinem Spielstand. Denk mal, genau. Weil ich habe den Tagebucheintrag so weit, dass wir das besondere Ende, glaube ich, sehen können dadurch. Ja, kann man das hier irgendwie... Achso, okay, sind ja wahrscheinlich einfach alles einmal freigeschaltet haben. Weil wir jetzt überall die Mickey-Mäuse haben. Genau. Bedeutet das, dass wir das komplettiert haben. Genau, okay. Das ist nämlich dann nämlich auch eins der... Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal durch die Tür, die offensichtlich hinter ihr nichts hat. Wenn man mal hier so ein bisschen guckt, egal. Kamera, okay. Und da gehen wir mal rein. Mal gucken, wo uns die Tür hinführt. Ist einfach so nach Traverse. Also fast. Na, einfach so Traverse, als ob nichts gelesen ist. Ah, okay, die Tür funktioniert jetzt auch wieder. Ah, Miami. Genau da, wo ich hin wollte. Fast. Die Insel, ja, wo alles angefangen hat. Natürlich. Also technisch gesehen gehört sie, glaube ich, nicht dir alleine, aber ist okay. Cool. In dieser Ort sind hier gerade so ein paar Sachen verschwunden. War hier nicht gerade eine Rampe? Cool. Ja, das wirkt doch hier... Moment mal, hier ist ein bisschen kaputt gegangen hier alles, ne? Er ist halt nicht alles mehr so ganz so richtig. Ja. Geh mal dahin, wo die komische Tür mal war. Ja, ich weiß. Ich wollte mich hier nur gerade mal kurz umsehen. Einfach nur um zu gucken, was hier sich so alles verändert hat. Also ein paar Sachen sind weniger geworden. Die Rampe fehlt hier, was aber gar kein Problem ist, da wir jetzt so mega hoch hüpfen können. Und ja, dann gehen wir doch mal an den geheimnisvollen Ort. What was that? Tied to the darkness. Nicht meine Insel. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Das, da haben wir doch schon wieder unseren alten Freund. Ja, eigentlich Ansem. Der. Achso, ach ja, stimmt, ist ja Rico Ansem. Was ist denn auf dem Boden, wenn wir da touchen? Der einfach nur den Körper des von Rico halt sich gestüppelt hat. Geh einfach zu dir. Wie spring ich nochmal? Ach da, okay. Irgendwas ist gerade nicht funktioniert, sorry. Muss einfach zu der Klippe hin. Ja. Und dann fängt auch schon der erste der mehreren Bossfights an, glaube ich, gleich. Take a look at this tiny place. To the heart-seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Okay. Sag mal, der vermeintliche Ansem. Spoiler. Der 13-jährige Ansem im Gesicht. Ja, das kommt noch. Auf jeden Fall ein Sam-Friseur als Sephiroth. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. Okay. Have come this far, and still you understand. Freezer style. Every light must fade. Every heart return to darkness. Oh fuck yeah!
Alter, das ist ja hier wie Blue Dragon. Dass ein Schatten nochmal eine eigene Persona ist. Okay. Anvisieren, R1. Genau. Ja. Okay, und wir kloppen jetzt auf Anselm ran. Genau. Solange wie auch dieser Geist hinter ihm ist, ist das glaube ich auch noch möglich. Ja. Und jetzt ist nämlich dann die Phase, wo du einfach mal erstmal ausweichen musst. Genau. Thomas, jetzt kann ich wieder draufhauen. Genau. Also immer dann, sobald Anselm vorne ist, kann man draufhauen. Ja. Wenn Anselm versucht, den Schatten zu schützen, das klappt nicht so ganz gut. Ja. Da hörst du es auch. Man hört, ja. In dem Spiel hörst du halt auch, wenn spezielle Ausdrücke gesagt werden. Ja. Hier, ich glaube, I'm the Guardian oder eben so. Ja, da. Ja. Dieses, dass daraufhin dann immer irgendwelche Special Events halt auch kommen müssen. Mhm. Das ist ja, machen die Spiele ja tatsächlich öfter, dass du eine Vorankündigung halt nicht bekommst, dadurch, wie ein Charakter sich verhält, wie zum Beispiel in Dark Souls, sondern tatsächlich akustisch das mitbekommst. Eine Sache, die hat man glaube ich jetzt nicht allzu oft. Hast du das schon mitgekriegt mit dem Dancer? Dancer? Bei Dark Souls 3. Ich weiß schon, wie der Boreal Dancer? Ja. Ja klar, dass du den sehr früh killen kannst. Nicht nur das, sondern den Swordmaster? Nee, dass du. Es wurde gemunkelt, dass wenn du auf die Hintergrundmusik achtest, dass er sich dazu bewegen würde. Das wäre natürlich sehr cool und würde ich den Leuten von From Software auf jeden Fall zutrauen, weil die sind einfach fucking Perfektionisten, was manches von angeht. Also es kann schon echt ganz gut sein, aber habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Gab's anscheinend, aber da merkst du halt, ne? Okay, was ist da jetzt los? Da musst du ein bisschen auf... Okay, ist okay. Doch nicht. Egal. Oh mein Gott, das ist ein... Ach so, nee, ist der Tote. Ja, aber der Boreal Dancer ist tatsächlich auch eine Figur in dem noch kommenden Dark Souls 3 Brettspiel, tatsächlich. Der wurde quasi, ich habe mir mal online so ein Video angeguckt, wie er quasi bekämpft wird auf dem Brettspiel und was für Gedanken die sich gemacht haben, was das quasi noch angeht. Und das ist eigentlich schon sehr cool. Es gibt ein Dark Souls 3 Brettspiel? Es ist gerade bei Kickstarter quasi in der Mache, aber die haben das Goal schon erreicht und es wird auf jeden Fall das auch geben dann. Geil. Ja, ich freue mich auch schon drauf, wenn es rauskommt. Es wird wahrscheinlich dann 150 Euro kosten oder so. Egal. Also mega detailliert ist mit verschiedenen Bossen. Es hat so ein bisschen dieses Pen and Paper, aber dieses Tabletop-Ding, dass du dann quasi neue Räume erkundest und Ausrüstungsgegenstände sammelst und so weiter. Klar. Shut up and take my money. Ja, wirklich, ey. Das war ja klar. So, jetzt kommt die nächste Fight. Es gibt jetzt hier mehr Schattenborn. Ja. Die gute alte Schattenborn. Aber das ist jetzt nicht Anselm, oder? Nee. Okay. Hat er dieselbe Strategie wie damals? Ja, ich glaube, der hat noch ein paar Moves mehr, aber einfach auf den Schädel, Hände. Auf diese wunderbaren Locken. Bisschen aufpassen. Ach, nee. Ja, genau, das hatte ich noch nicht umgestellt. Wir haben immer noch. Jetzt haut er die gleich auf die. Auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen. Oder? Nee, ich glaube, der lässt die fliegen und jetzt wärst du geschossen mit dem Kampf. Ah, okay, alles klar. Ich glaube, das ist die, genau. Die Bodenstand, wo jetzt ein paar Schattenlöcher raus entstehen. Wie süß, dass jetzt immer noch Schattenlöcher rauskommen. Sie platzen einfach wie kleine Blutsäcke. Also ist auch schon wieder bei der vorletzten, bei dem vorletzten Lebensbalken. Also der ist wirklich nicht unbedingt der schwerste Boss, aber ist ja, auch tatsächlich so beabsichtigt gewesen. Ja, im Grunde genommen, wenn wir jetzt regulär das Spiel durchspielen, ohne jetzt auf Level 100 zu kommen, wären wir jetzt bei Level 60 und dann hätte das vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen. Ja, klar. Dann wäre das so in dem Bereich, wo man sagen könnte, okay, das ist noch schwer. Ja, aber nichts ist jetzt so... Also Sephiroth ist schon der härteste von allen Bossen, oder? Ja. Okay. Ja, aber das ist ja das Tolle an optionalen Bossen, dass man das nicht unbedingt machen muss. Dass nicht jeder durch muss. Okay, und wir haben nochmal... Ah, okay, es hat ein neues Moveset offensichtlich. Aber kennst du Blue Dragon? Nee. Das ist ein... ist so ein Rollenspiel, japanisches Rollenspiel von mit dem Zeichner von Dragon Ball tatsächlich. Deswegen sehen alle Charaktere so ein bisschen Dragon Ball-esque aus. Ähm,
Und was da halt quasi Besonderheit ist, dass du nicht selber kämpfst. Was zum Teufel soll ich denn machen? Du wurdest anscheinend befallen von dem Geist und wenn du startest, du musst halt immer das wechseln im Kommandosystem. Ah, okay. Entweder Angriff oder Star. Jetzt ist er, ach so, wurde jetzt, er wieder befreit. Jetzt wieder da, okay, ich war gerade etwas verwirrt. Auf jeden Fall dort kämpfst du nicht direkt selbst, sondern dein Schatten. Es wird quasi zu so einem drachenartigen Wesen. Und kommt dann so hervor wie hier bei Ansem. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Hm? Für Xbox 360 tatsächlich. Was auch sehr viel Spaß macht. Das einzige Problem, was man eventuell haben könnte, ist, dass halt die Hauptcharaktere so relativ jung sind. Also die sind wirklich so 12, also relativ kindlich halt. So ein bisschen wie halt Dragon Ball 1. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Okay. Aber so wirklich viel neu hat er jetzt nicht mehr zu verlieren, ne? Außer dieses Besessensein und halt diese Wellen. Ich glaube, das Besessensein hast du auch noch zum Schluss miterlebt, ja, aber das war halt relativ schnell. Das waren so die letzten Zügen. Okay, jetzt nochmal. Okay, irgendwas hat funktioniert, glaube ich. Ja, es gibt halt, ab und zu gibt es dann den Befehl Star und wenn du den halt erwischst, dann wirst du halt aufgehalten. Ach so, okay, ich dachte, den müsste ich drücken, damit ich da rauskomme aus dieser... Nee. Okay, was machst du jetzt? Du sollst ihn, glaube ich, ein bisschen... Ja, okay, alles klar. Jupp, alles klar. Ich auf Seite bewegen. Schön mal den Rolli-Roll machen. Ja. Das ist nämlich das Star. Ne? Ja. Yep, alles klar. Aber sonst ganz normal kämpfen, außer wenn man gerade den Star auf dem Angriffsbefehl hat. Okay. Okay, jetzt ist er auch schon wieder fast tot. Und fast tot, ja. Bam, bam. Na ja, komm. Yep, alles klar. Das ist wirklich gerade einfach nur was vom Pauseknopf einfach. Okay, 10.000 Punkte. Schön auf der Bank. Aber selbst wenn er stirbt, ist er noch sau cool. Ist auch total. Da die Hände überkreuzen. Weil, gut, stimmt, wenn du weiterspielst, dann kriegst du die Punkte, glaube ich, zu gut geschrieben. Bei dem Kampf. Wie, wenn man weiterspielt? Wenn du auch weiterspielen drückst, wenn du stirbst in dem Kampf. Ach so, okay. Jetzt kommt die nächste Phase. Ja, dieser Text hat mich gerade irgendwie kotzrig gemacht. Name dropping. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours. Darkness conquers all worlds. Oh my god, mein Penis. Okay. Okay, krass. Das ist jetzt so die feine Form. Ach, natürlich. Jetzt muss ich da überall allein durch, ne? Oder auch nicht. Hörte er und starb. Nee. Yeah. Na schade, ich dachte, man hätte jetzt Riku als Partner. Nee. Aber sieht nicht so auch... ach, oh Gott, das ist hier... okay. Moment, wie komme ich nochmal nach oben? Über die R-Tasten? Oder? Nee, Viereck und Dreieck. Klar ist, glaube ich. Ah, ja, okay, alles klar. Ich musste gerade mich wieder an dieses Schweben mal erinnern. Aber ich dachte ganz kurz, dass jetzt Riku nochmal käme und uns hilft hier bei dem Final Fight. So ein bisschen so Vegeta und Son Goku machen zusammen nochmal die einen aus. Und das ist jetzt Kingdom Hearts, wo wir gerade sind, oder was? Oder? Ja, die Tür. Das ist die Tür zum Kingdom Hearts. Okay. Und dieses Vieh hinter ihnen, das ist auch Ansem, oder?
Ja, das ist alles Ansem. Das ist okay. Final Form. Okay, nee, ich dachte gerade kurz, sein Schatten wäre irgendwie dann nochmal einer der, oder halt noch eine Person, die ihn quasi nochmal anleitet, weißt du? Nochmal der Chef vom Oberchef. Ja, der sieht schon echt fies aus. Der sieht schon aus wie so ein, keine Ahnung, Digimon Ultra Digitation, so der Typ im Hintergrund. Ja. Weil wenn es irgendwie fusioniert mit dem übelsten Viecher überhaupt. Ach ja. Ja. Wir kloppen den hier auch einfach ganz fröhlich runter, ohne jetzt, also ich mache jetzt auch strategisch einfach gar nichts. Und komme auch eigentlich ganz gut durch. Oh nein, meine unbesiegbare Strategie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Jetzt wird er nochmal aufgefressen. Stimmt doch, das war... Okay, die vorletzte schon, Phase. Du hast... Jetzt zieht er sich nochmal zurück. Und es sind ja noch ein, zwei Leute, die gerettet werden müssen. Okay. Und das müssen wir jetzt in ihm tun. Schatten durch. Ja, jetzt gibt es ja nochmal so ein paar für die Kämpfe gegen ganz normale Gegner. Also nur, damit man sich nochmal vom Leben her auffrischen kann. Ja. Damit man sich nochmal richtig geil fühlt, wenn man hier einfach alle wegkloppt. Bam! Gib her, du Schatten durch. Gib mir mein Leben zurück. Ja, am besten. Das ist schon sehr vampiristisch, wie wir hier vorgehen. Okay. Alles klar. Einfach draufhauen. Achso. Ich dachte, das wäre was, wo man reinspringen muss oder so. Und jetzt müsste entweder Donald oder Goofy wieder dabei sein. Ah, mal. Okay. Ach, die sind jetzt gefangen quasi. Genau. Kann ich mir die auch aussuchen? Nee. Schade. Und? Oder noch nicht? Oder doch noch nicht? Dann doch noch nicht. Okay. Aber du siehst diese Wubble-Dinger da. Armen? Arme meinst du? Die sollst du, die kannst du jetzt... Ach, die Dinger. Ja. Die kann ich wegkloppen? Ja. Mach ich das auch mal. Die ekligen Pickel. Alle schön vernichten. Klatsch. Links sind auch noch welche? Ja. Okay. Wo zum Teufel? Da. Pow. Sehr gut. Und jetzt. Nächste Stage. Achso. Muss jetzt durchfliegen durch den Nebel. Okay. Kein Problem. Gut, dass der Boss sich nicht von da uns davon auch aushält. Ah, jetzt kommt Goofy. Ah, sehr gut. Ist doch irgendwann. Nice. Waren die doch wieder. Ja, wir wollten hier jetzt einfach. Wir wollen. Ja, natürlich. Das ist jetzt Finale. Dann brauchen wir hier ein bisschen länger. Das ist doch kein Problem. Diese Ballons hier in der Dunkelheit zu besiegen, das ist aber auch ganz schön schwierig, wenn man sie einfach nicht sieht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das Design mit dem Kingdom Hearts Zeichen auf dem Boden, ob ich das genial oder ob ich das richtig beschissen finden soll. Auf der einen Seite ist es so simpel, auf der anderen Seite passt es natürlich auch diese Dunkelheit zum Thema Kingdom Hearts. Am besten, genau, einfach anvisieren, dann irgendwie kriegst du dann alle ins Visier. Selbst wenn die... Achso. Hier ist wieder diese komische Sehne. Ja. Pow, pow. Die Kugel. Die Kugel. Aber das ist truly his final form. Die Ultima Final Form. Nicht so wie Freezer. Ja, genau. Oder jetzt kommt er noch ganz lange blonde Haare und Super Saiyan. Was? Müssen wir da jetzt reinfliegen? Nee, aber wir müssen einfach auf den Kopf draufhauen. Ja. Den Kopfschmerzen bereiten. Ist das eigentlich sein Penis? Nee, einfach... Weil der von der Höhe wird's passen eigentlich, glaube ich. Nee, das ist doch einfach ein riesen, keine Ahnung, Monstrum-Schlupfschiff. Ja, ich weiß. Aber das hätte auch einfach von der Geografie eigentlich so gut gepasst, weißt du, was ich meine? Und dann hat er auch noch so ein fleischiges Design. Okay. Der heilt mich da eigentlich die ganze Zeit. Ist das Goofy? Oder ist das irgendwie so eine Ability? Ich glaube, der gibt dir... keine Ahnung. Der Boss heilt uns. Aber das ist auch schon ein riesiges Vieh auf jeden Fall. Ist schon nicht schlecht. Ah, okay. Und da holen wir jetzt wahrscheinlich den guten Donald aus seinem Schlund. Na, kannst du... Aber eigentlich...
Okay, muss ich die besuchen? Ich mach's einfach. Das für MP. Komm, die Zeit muss sein. Ja. Aus dem nerven die dich dann hinterher nicht mehr. Ach, komm schon. Bleib alle Zähne hängen. Ach, jetzt kommen wieder diese Megateufel, ne? Inquisitoren, glaube ich, heißen die. Genau. Wieso weit kann man hier noch raus oder was? Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen größerer Raum. Okay. Ich dachte, es wäre wirklich nur das eine Zeichen da. Tu mal rum. Okay. Klatsch. Ist noch wo? Da ist noch einer. Ja. Moment. Achso. Nee, wir sind gerade verflucht. Flucht von dem. Jetzt kommt er wieder. Fick dich! Welche war das? Ja, ich glaube, das ist der letzte. Oh yeah. Jetzt noch hier diese komische Wobble-Dinger hier kaputt machen. Ich glaube, jetzt kannst du auch wieder rufen, wenn du die Dinge ist gleich. Das Naseweißchen. Ja. Musst du gucken, ob das geht. Solltet ihr auch machen, wenn ihr das nachspielt. Ist gut. Spätestens nach, ich glaube, kriegt man die im Nimmerland. Immer schön bei Bosskämpfen rufen. Ja. Die bringt ordentlich was. Ja, der hat uns ja auch schon bei dem anderen Bosskampf ordentlich geholfen. Boom. Na, wie gefällt dir das, du mega mäßig ekliges Vieh? Und jetzt geht's, glaube ich, in jetzt... Genau. Next Stage. Ah, okay. Jetzt musst du dieses komische Apparat-Ding da... Der guckt auch schon ganz traurig. Ich will dem nicht noch wehtun. Ja. Aber du kannst leider doch nicht. Hm? Hier kannst du zum Beispiel auch auf dem Boden. Ach so, okay. Und jetzt kannst du nämlich rufen. Ah, okay. Naseweiß! Komm her! Oh ja! So ist es bei unserem Level dann doch nicht mehr so nötig, ja. Aber egal. Hauptsache wir haben es. Ja, aber Tinkerbell ist auch irgendwie sexy von daher. Ja. Okay. Immer schön aufs komische Grinsegesicht drauf. Danke Goofy und Donald für den Support hier, den ihr uns liefert. Weil einfach gar nichts machen. Ja. Und down. Die jubeln dir zu, hörst du das? Nicht? Ja genau. Go, go! Go Sora, go Sora, go! Go Sora, go, go, Sora, go! Okay. Eigentlich müssen wir ja noch Mickey irgendwo befreien, ne? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Ach, kommst du jetzt doch wieder raus? Ja, er hat sich wieder aufgeladen. Ach so, okay. Ja klar, dann machen wir dasselbe nochmal. Sollte es noch funktionieren. Und... Pow, pow, pow. Ist Naseweiß eigentlich noch drauf? Ich glaube nicht, oder? Komm. Oder? Du bist doch gerade irgendwo. Das ist sie gerade nicht. Egal, einfach draufhauen. Ja, ich meine, der ist ja jetzt auch schon gleich wieder tot, von daher. Hat er eigentlich das Schwert von Rico? Ist glaube ich so dementsprechend designt, aber ist kein Schlüsselschwert. Ja klar. Also nicht Ricos Schlüsselschwert, was er da fälschlicherweise hatte. Dieses Schwert dazwischen. Ja, genau. Bei dem Kampf unten in dem, ich glaube unten in Hollow Bastion, wo kurzzeitig er das wirklich das Schlüsselschwert hatte. Hm. Dann kriegt er das hier, kriegt Sora das wieder zurück und dann zückt er diese komische Klinge. Die halt nur eine ist, nicht so doppelt. Und das war's. No. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Nice. Wow, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja. Yeah. Also der Boss ist echt machbar. Ja, klar, mit 70 oder so, spitz mit 70 müsste der, kannst du ihn einfach umhauen. Ja, also wenn ihr 70 Jahre alt seid, dann holt nochmal die alte PlayStation raus. Könntest du mal probieren. Aber vielleicht ist dann auch die PlayStation 54 abwärtskompatibel. Ja. Und du kannst das Virtual Reality bis selber in dem Spiel drin. Ja, genau. Kommt so ein Schlüsselschwert Controller. Kingdom Hearts, fill me with the power of darkness. Oh, geht der doch noch am Schluss? Scheiße. Darkness. You're wrong. I know now, without a doubt,
Kingdom Hearts is light. Oh nein! Alter, also, der Typ ist Wissenschaftler. Nicht die Kirche. Ich muss noch ausschlafen. Kitching. Okay, schön einkassiert. Fertig ist. Nice. Ja. Wer ist denn da? Okay. I can't. Don't give up. Come on, Sora. Together we can do it. Okay. Wie bleibt der drin? Yep. Warum? Ja, weil du eben nicht aufgepasst hast. Glaube ich in der einen Zwischensequenz. Ja gut. Yeah. Moment, ja. Okay, wir gucken das gerade erstmal zu Ende. Finish. Ach, da kommt mir noch was. Ich wollte schon nur sagen, wenn jetzt einfach so zu Ende wäre, dann hätte ich noch ein paar Fragen. Die schöne Rückblende. Ja. Die sind nie aufeinander zugelaufen. Die sind noch nicht offen. Ja, ich weiß, aber gerade vom Schnitt sah es so aus. So. Sie weiß selber nicht, wie sie da hingekommen ist. Ach so. Cutscene. Mhm. Ich hoffe, sie sagen jetzt nichts mehr.
fühlen. Ja. Hat auf jeden Fall schon was, ey. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass jetzt nochmal diese Zipline Clean auf dem Anfang kommt. Ja. Wir müssen das wahrscheinlich wieder mal cutten. Denn, ja, YouTube. YouTube ist eine Bitch. Denn es ist eine, ja. Irgendwo hat sein überall sein Recht und ja. Ja, aber trotzdem ist halt schon schade, weil es ist wirklich ein geiler Moment jetzt gerade. Und wir müssen leider die Musik rausnehmen, ja, weil wir hatten am Anfang das Problem, dass wir es rausschneiden mussten. Und dementsprechend werden wir es hier muten. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja. Wobei ich zugegebenermaßen jetzt noch ein paar Fragen habe. Wie, warum kann jetzt Sora nicht mit? Er ist noch immer in der Truppe von wegen, wir müssen den König ja also finden. Haben sie doch. Ja, ist er auch drin geblieben. Ja, ist er halt drin geblieben, aber jetzt müssen sie den trotzdem ja noch suchen. Und die Welten tauchen jetzt auch wieder alle auf, oder nicht? Ja. Und dann taucht da nicht jeder in seiner Welt wieder auf? Nicht ganz, weil die ja auf der anderen Seite des Kingdom Hearts, also ja auf dieser Tür. Ja, aber und Sora doch nicht. Ja, aber er muss ja trotzdem den König suchen, weil er ja auf der anderen Seite der Tür ist. Und jetzt sind die halt auf dem Weg dazu halt. Er fühlt sich halt verpflichtet, den König halt mitzusuchen. Mhm, okay. Und ja, deswegen. Und ja, gut. Der König musste halt auf der anderen Seite bleiben, weil es mussten von beiden Seiten. Von beiden Seiten musste die Tür verschlossen werden mit dem Schlüsselschwert. Ja. Und so, somit hatte Sora das von der einen Seite und der König halt von der anderen Seite, das sah man ja auch. Hm. Und Riku konnte nicht durch, weil er ja seinen Körper an Ansem verloren hat und dieser noch nicht richtig zurückgekriegt hat und er halt so, nur okay. In dieser, ich weiß nicht, was das für eine, das ist ja diese Kingdom Hearts. Ja, also er ist noch gefangen quasi in der Zwischenwelt, ja, sozusagen, ne? Ach, wie süß. Ach ja. Nice, 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 ey. Jetzt malt sie noch was dazu. Natürlich. Ach ja, und da sind die Credits. Wir haben es geschafft. Die allererste Serie, die hier bei bei Barojax gestartet haben, hat jetzt ein Ende gefunden. Das kannst du noch nicht so ganz glauben, muss ich mir immer ehrlich bin. Es war wirklich jetzt über ein halbes Jahr eigentlich, wo wir das gezockt haben. Gut, mit Pausen und ja, okay, aber trotzdem. Also prinzipiell war ja dann doch schon mal jede Woche mindestens eine Folge rausgekommen. Und seit dem Reboot natürlich mehr Folgen, aber trotzdem. Ist auf jeden Fall geil. Es war ein riesengroßer Spaß, wenn ich mal ehrlich bin. Wie fandst du's? Ja, ich brauch da nichts zu sagen, weil das Spiel einfach für mich eine es gibt kaum noch andere Spiele, die halt so schön, also gestalterisch sind. Unabhängig jetzt, ob das jetzt Disney-Charaktere sind oder sonstiges, aber die Geschichte halt auch super gemacht sind. Und es war auf jeden Fall eine sehr emotionale Reise, kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Auch jetzt gerade so mit dem Ende und diese ganze Story und so weiter. Ja. Und wenn man jetzt nochmal die ganzen Bilder sieht mit verschiedenen, mit verschiedenen Charakteren, die man getroffen hat. Ja, da kommt man schon so ein bisschen ins Schwelgen, wie man denn so alles gesehen hat. Und das Coole ist ja, dass das ist ja die erste Reise gewesen. Und wenn man sich dann vorstellt, was daraus geworden ist, das Franchise ist ja übelst danach halt explodiert. Obwohl es gar nicht so viele Spiele gibt. Also es gibt eigentlich nur die zwei Hauptteile. Also Kingdom Hearts 1 und 2. Kingdom Hearts 3 wird jetzt gerade gemacht, auf jeden Fall. Es gibt, dann gibt es den Ableger für den 3DS, für den DS. Das für PSP. Ah, okay. Birth by Sleep war bei PSP. Dann gab es die 352 und zwei Tage, durch zwei Tage irgendwie sowas hieß das ja. Dann gibt es Change of Memory, das war ja der Advance-Ableger. Ja. Der kam ja zwischen 1 und 2. Dann gab es noch, also die 350 Tage ging, da geht es um die Organisation, die im zweiten Teil halt findet. Und die, über die Geschichte halt um auch einen Charakter, der halt da ist. Mhm. Und ich glaube, oder kommt jetzt noch mehr es kommt noch mehr. wir erwarten nämlich noch eine kleine Cutscene. Ah, okay, dann gibt es noch eine After-Credits-Scene dann quasi. Ja. Okay. Ich glaube, nach Kingdom Hearts 2 gab es dann Birth by Sleep und das hatte dann so das erste Mal so ein bisschen mit den, wie, was überhaupt
mit dem Schlüsselschwert zu tun hatte. Hm. Ja, finde ich gut, dass du das noch erklären willst. Jetzt sag ich mal, wenn man jetzt nur Kingdom Hearts 1 als ein alleinstellendes Ding sieht, ist die Story jetzt allerdings noch nicht so ganz abgeschlossen. Also gibt es auf jeden Fall schon Sinn, dass es da mehrere Teile auf jeden Fall noch gibt, die es also ein bisschen besser noch erklären. Also es ist halt, wenn wir es halt so sehen, klar gibt es diesen Cliffhanger am Ende, aber man hätte sagen können, wäre jetzt die Serie gefloppt, hätte man das auch so stehen lassen können. Das ist ja meistens ja, so bei dem ersten Teil einer Serie, dass man dann immer... Ein richtiger Junge. Genau, Pinocchio, der ist ja noch nach Travers gekommen. Den haben wir gar nicht gezeigt, Entschuldigung. Ja, ach, keine Ahnung. Das ist aber auch nur so ein Nebencharakter, der gibt uns für die Gummichats noch Pläne. Ah, okay. Dir holen, weil er ja Schiffsbauer, Holzmacher, so, deshalb. Das finde ich irgendwie nochmal ganz süß, dass alle Universen jetzt quasi nochmal abgeschlossen werden mit so einer kleinen Endszene, dass jetzt wieder alle zueinander gefunden haben, auch gerade Cloud mit den anderen Final Fantasy Charakteren, außer die von Final Fantasy X, die wir jetzt gerade sehen, dass die halt quasi alle nochmal kurz gezeigt wurden. Fand ich ganz ehrlich eine nette Geschichte. Ach ja, die gute Alice. Ach ja, ja, ja. Was bleibt da eigentlich noch zu sagen? Also, wir haben vieles, vieles, vieles gesehen. Wir haben tatsächlich auch alle Bosse gelegt, was eigentlich auf jeden Fall schon eine sehr, sehr coole Sause ist. Ja, es gab so gut wie alle, müssten es gewesen sein. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil. Ja, und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch abzuwarten auf Kingdom Hearts 2,8 für die PS4, wo wir dann den zweiten Teil wahrscheinlich drauf zocken werden. Yep. Oder halt Kingdom Hearts 3, je nachdem, was zuerst kommt. Vielleicht, wenn es langweilig ist, können wir auch, zeigen wir vielleicht Change of Memory in dieser 3D-Ansicht. Weißt du, wie lange das dauert? Kann ich dir nicht sagen, aber das ist halt so ein GBA, also es basiert ja auf dem GBA-Spiel und das GBA-Spiel, denk mal, so lang wird das jetzt nicht sein. Ja, das ist halt der Punkt, wenn man halt jetzt wirklich sagen könnte, okay, das ist halt, weiß nicht, hast du in 8 Stunden durch, dann würde ich das auch gerne noch dazwischen schieben. Ja. Aber mal gucken, wenn es halt, ich meine, man brauchst du eigentlich nicht, um jetzt, sage ich mal, die Story zu verstehen, brauchst du die jetzt eigentlich nicht zu sehen. Da reicht, wenn du die Hauptteile gespielt hast, oder? Jei. Okay. Das ist ja die Knüpfpunkt zwischen 1 und 2. Und ich habe mich nämlich auch gefragt, als ich 2 angefangen habe, wieso ist wer ist der Charakter und gut, der Charakter wurde, glaube ich, da auch erst in dem Spiel ein bisschen, als er es gesagt, aber... Es wird nur angedeutet und halt nicht wirklich erklärt, was da passiert ist oder was. Genau, der steigt aus so einer Kammer aus und du weißt nicht, wieso ist er denn da in der Kammer drin und so wirklich. Und erst wirklich mit dem Chase of Memory ist das so eine kleine Verknüpfung entstanden, wo ich dann gesagt habe, ah, so. Ja, aber gut. Dann, aber ich meine, die kleinen Teile, die sind also auch wahrscheinlich nicht deswegen, weswegen man die Serie liebt. Also ich glaube, kein Kingdom Hearts Fan würde sagen, oh, jetzt Birth by Sleep ist mein absoluter Lieblings Kingdom Hearts Teil. Und ich glaube, da liegt das Herz, kleiner Gag am Rande, dann doch eher bei den Hauptteilen, oder? Oder was? Ja, das glaube ich. Hast du alle gespielt, oder? Nicht ganz. Okay. Ich habe nur die Hauptteile gesehen und Chains of Memory habe ich halt. Das haben sie in einem Anime umgesetzt und die Story und die habe ich dann durchgelesen. Und ja. Ja, krass, krass, krass. Deshalb kann ich da noch so ein bisschen Sachen zu. Birth by Sleep habe ich auch noch nicht durch. Also hatte ich auch nicht richtig angefangen, weil ich wollte erst 352 Tage, da bin ich auch noch nicht durch. Und deshalb. Da hängst du dann gerade beim 349. Tag. Genau, so in etwa. Ja, aber gut, krass, ey. Aber wir gucken mal, also vielleicht finden wir ja noch eine Minute, wo wir euch das zeigen können. Ansonsten ja, auf jeden Fall. Also sonst, wie gesagt, wenn wir dann nur die Hauptteile zocken, dann können wir uns ja kurz informieren, was in den anderen Teilen passiert ist und wirklich das Wichtigste dann daraus ziehen. Ja. Und ja, wir sind jetzt, glaube ich, auch an den Ende der Credits so langsam angekommen. Square Enix, Disney, die zwei Großen und der Kingdom Hearts Final Mix. Schön war es auf jeden Fall. Ja.
Wie schön sie das jetzt die normalen Klamotten anhaben. We've got to find Riku and King Mickey. But where do we start looking for that there door to the light? Huh? Huh? Pluto? Hey, Pluto! Where have you been? Huh? Gosh, that's the king's seal! Hey, have you seen King Mickey? It's an Arschloch. Guys, let's go! Somit. Okay. Okay, dann wäre ich jetzt aber auch schon zufriedener auf jeden Fall mit dieser Lösung. Zumindest mit der kurzen Erklärung, dass die halt da jetzt noch und man so einen Auftrag haben. Okay, auch nicht. Ich mag die klassischen Sachen von ihm auf jeden Fall. Also von den beiden Nebencharakteren lieber als seine als deren andere Sachen. Okay, vergiss nicht, Sora. Du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Kaching. Ah, okay. Ich dachte, in dem Brief stand vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ob das der Brief war. Auf jeden Fall. Okay. Moment. Special Secret Movie. Genau. Ach so, ach, und das kommt jetzt. Ah, okay. Utter Silence. Ja, das ist ein wichtiger Rucksack aus dem zweiten Teil, der eine wichtige Rolle da drin hat. Okay. Und ja. Das ist ein Teaser für den zweiten Teil, oder was? Ja. Also das war aber schon im Originalteil auch mit drin, oder? Ja. Okay. Glaube ich schon. Ich erzähl viel Blödsinn, weil ich hoffe, das ist zum Beispiel kein Blödsinn. Irgendwann, die müsste, glaube ich, drin gewesen sein. Das muss doch eigentlich Riku sein, oder? Ja. Schon geil, also... So König Mickey in seiner Kutte zu sehen. Passt das?
glaube schon. Da ist unser Blästerchen abgeraucht. Nein, Ende. Ah, Ende, da ist es. Ja. Sehr, sehr, sehr nice. Okay. Auf, ja. Ach ja. Renton, es war eine Freude, mit dir hier Kingdom Hearts durchzuzocken. Und wir, wir haben uns ja auch schon jetzt eine ganze Zeit damit jetzt beschäftigt, ne? Und irgendwann in einer Zukunft weit, weit weg von hier, werden wir dann auch noch den zweiten Teil zocken und wenn es dann irgendwann rauskommt, den dritten, nehme ich mal an. Oder? Ja, wenn irgendwann mal Square Enix wirklich sagt, ja, wir releasen ihn. Das ist, also ich hätte ja gesagt, sie würden das releasen, wenn das Final Fantasy 7 Remake kommt. Kommt, aber das haben die jetzt wirklich ja mal angekündigt, aber das ist ja auch noch nicht mit dem Datum gesehen. Ja, wobei ich habe letztens in den News gelesen, dass März 2017 wird gerade angekündigt, beziehungsweise angepeilt für das Remake. Aber da hast du wenigstens ein Datum, ein greifendes Datum. Es gab es glaube ich auf mehr in E3s und so gab es immer noch Trailers und es gibt auch Trailers, die durchs Netz gehen, aber Square Enix hat sich dann, also ich wüsste jetzt noch kein wirkliches Datum für das Spiel. Ja. Ja gut, aber es wurde ja schon angekündigt. Also ich glaube, einen Trailer, den hat man auch Trailer habe ich eben gesagt, da gab es auf E3 da gab es diese Zugfahrt, die ganz crazy war und schon so ein paar Erneuerungen, die auch auf die vielleicht so ein bisschen von diesem Final Form, aus diesem Form von dem anderen Teil halt ablaufen sind. Aber ich warte immer noch und ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, was jetzt als erstes dann released wird, ob der 2.8 oder dann 3. Ja, wahrscheinlich erstmal 2.8. Also ich meine 2.5 ist ja schon draußen für die PS3, soweit ich weiß. Und 2.8, daran arbeiten die jetzt. Also quasi nochmal ein HD-Port vom HD-Port. Das sollte ja, glaube ich, nicht so schwierig sein eigentlich. Aber für mich jetzt zum Beispiel jetzt kein Grund, den 2.5er zu kaufen, weil ich jetzt schon weiß, okay, da kommt auf jeden Fall nochmal eine definiertere Version von raus. Ja, und dann wahrscheinlich auch wieder mit Zusatzspielen und also ein Kram. Ja, ich glaube, die packen noch ein Zusatzspiel nochmal drauf, was in der Dings nicht dabei ist. Ich meine, dieses Burst by Sleep hätten die dann auch gesetzt für eine Konsole. Okay. Irgendwas war da auf jeden Fall noch zusätzlich und ich bin mal gespannt, ob das auch in dieser Kingdom Hearts 3 Aussehen halt gemacht wird oder ob einfach nur das Spiel wieder umgesetzt wird. Ja gut, wenn sie es nochmal komplett neu machen würden mit den technischen Designs von 3, dann kann es tatsächlich noch länger dauern, bis es rauskommt, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, die machen einfach so wie der Port jetzt hier vom Final Mix, machen sie dann einfach einen aus Kingdom Hearts. Der ist ja aus Kingdom Hearts, aus dem Überresten von Kingdom Hearts 2 entstanden. Das deswegen hatten wir damals am Anfang schon erwähnt. Deswegen gab es ja auch diese Kommando-Eingriffe in den Dings. Ich weiß nicht, ob die im Original so drin waren. Ja. Auf jeden Fall, wir bedanken uns fürs Zugucken, für alle, die seit dem ersten Teil da dabei sind. Vielen Dank für euren kontinuierlichen Support. Wir feiern es sehr. Wir sehen uns dann an dieser Stelle in der nächsten Woche mit einem brandneuen Spiel. Mal gucken, was es wird. Bis dahin, vielen Dank und haut rein. Ciao. Ciao.